Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zum Schweizerzeit Stammtisch im Haus der Freiheit beim Toni Brunner in Egnatkappel. Sie können heute die Schweizerzeit daran messen, ob Sie, wenn eine Situation eintritt, wo man nicht darauf gefasst war, richtig oder nicht richtig reagiert. Einer von unseren heutigen Gästen wäre der Hans Scharpf gewesen. Wir reden ja über das Jubiläum 40 Jahre Schweizerzeit. Und der Hans Scharpf hat ganz in den Anfängen entscheidend dazu beigetragen, dass die Schweizerzeit das erste Jahr, das sie hatte, überhaupt überlebt hat. Leider ist er in den letzten Tagen erkrankt und hat heute müssen seine Teilnahme an dieser Sendung absagen. Ich bedauere das sehr und benutze die Gelegenheit, ihm von da aus freundschaftlich und herzlich alles Gute zu wünschen, dass er wieder auf die Beine kommt. Ich habe einen grossen Respekt vor ihm und muss Ihnen sagen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, wenn er im Jahr 1980 nicht für die Schweizerzeit eingestanden wäre, dann gäbe es sie heute nicht. Hans Scharpf, alles Gute, mach's gut. Und jetzt haben wir uns überlegen, was machen wir für die Sendung? Und wir haben kurzerhand, und da war der Hausherr natürlich entscheidend beteiligt, festgestellt, der Hausherr, der Toni Brunner, übernimmt Moderation und er befragt der zweite Gast der Sendung, der Hans Fehr, und mich über die 40 Jahre, die die Schweizerzeit hinter sich hat. Toni, herzlichen Dank, dass du das improvisiert machst. Ich bin überzeugt, die Sendung gelingt und du trägst entscheidend dazu bei. Und jetzt warten wir auf deine Fragen. Danke vielmals, Ueli Schlüer. Es ist natürlich so, dass wenn man 40 Jahre feiern, man ja nicht darum herumkommt, um ein bisschen zurückzuschauen. Und es freut mich ausserordentlich heute im Haus der Freiheit, einerseits der Gründer, der Verleger, der Vater von der Schweizerzeit, hier zu begrüssen, der Altnationalrat Dr. Ulrich Schlüer, den ich natürlich jahrelang auch selber im Nationalrat erleben. Ich glaube, wir sind sogar im gleichen Jahr gewählt worden. 95. Und das hat noch eine weitere Gemeinsamkeit mit dem zweiten Gast, der Altnationalrat Hans Fehr von Eglisau, auch er 1995 gewählt worden im Nationalrat. Also wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir kennen einander. Selbstverständlich werde ich mich um Formalitäten bemühen, aber ob es mir gelinge, jedes Mal zu sagen, Herr Fehr und Herr Schlüer, ich glaube, wir tun es offenlegen. Wir kennen einander schon so lange. Das ist der Ueli und das ist der Hans. Weil wir sind ja schließlich Parteikollegen und wir sind noch Kollegen gewesen und bis heute Freunde geblieben. Ueli, Schweizerzeit ist dein Kind seit 40 Jahren. Seit 1979 gibt es diese Zeitschrift. Aber ich möchte trotzdem den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Einblick ermöglichen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es diese Zeitschrift gibt. Und da gibt es ja für mich natürlich ganz interessant, weil ich bin Jahrgang 74. Darf ich fragen, im 74, spontan, was hast du gemacht, als ich noch so ein bisschen in der Wehe unter ziemlich argen Bedingungen auf die Welt gekommen bin? Also ich war schon geheiratet, habe aber noch das Studium abgeschlossen. Das Lizenziat hatte ich schon, aber das Doktorat habe ich erst später gemacht. Habe daneben im Gymnasium Freudenberg in Zürich Geschichte unterrichtet bei einzelnen Klassen und bin dort ein Parteigänger von James Schwarzenbach, der ja eigentlich als erster
Also nicht ganz als Ersten, aber in der Bevölkerung wahrnehmbar der war, wo die Frage von der Zuwanderung einmal endlich thematisiert hat. Und dort bin ich dabei gewesen und dort bin ich eigentlich so in die Politik hineingerutscht. Wenn ich gehört, James Schwarzenbach, da kommt mir als einer, der ja das selber nicht aktiv miterlebt hat, einfach in Sinn, weil mein Vater und viele, die jetzt ein bisschen eine Generation vor mir sind, immer von dieser sogenannten Schwarzenbach-Initiative geredet haben, kommt mir in Sinn, da muss ja eine historische Abstimmung stattgefunden haben, wo der schweizerische Politelite ein bisschen in die Knochen gefahren ist. In welchem Jahr ist denn die Schwarzenbach-Initiative, die das erste Mal Zuwanderungsfrage thematisiert hat, vor das Volk kam? Und warum hat die solche Spuren hinterlassen? Wenn ich mich richtig erinnere, war die Abstimmung am 7. Juni 1970 gewesen. Und die hat tiefe Spuren hinterlassen, weil der James Schwarzenbach ist ja an sich ein politischer Einzelgänger gewesen. Und es hat dort eine Sendung gegeben, die hat geheissen Tatsachen und Meinungen, wo die Überfremdungsinitiative, die dann eben 70 zur Abstimmung kam, ist, thematisiert worden ist und wo man so alles, was Rang und Namen hat in Politik und Wirtschaft, hat wollen loslassen auf den James Schwarzenbach, der als Einzelgänger in dieser Sendung war und mit seiner Ruhe, mit seiner Tubakpfeife im Maul legen, in der Bevölkerung einen enormen Eindruck hinterlassen hat, weil er sich einfach nicht hat unterkriegen lassen. Und deshalb hat die Abstimmung mit einem Resultat geändert, wo so den etablierten Parteien ein bisschen Knochen gefahren ist und wo dann dazu geführt hat, dass man im Bundesrat sich entschlossen hat, und zwar sind da wesentliche Figuren von der Schweizer Wirtschaft sind beim Bundesrat vorstellig geworden und gesagt, jetzt müsst ihr etwas machen. Ihr könnt so sehr, wir würden Geld verdienen an der Einwanderung. Wir können im Interesse des Landes die das nicht einfach freigeben. Und das hat dann die Stabilisierungspolitik eingeleitet, die in den 70er Jahren immerhin zu einer Eindämmung von der Zuwanderung geführt haben, wobei natürlich dann da die Ölkrise in den 70er Jahren auch noch ihren Beitrag geleistet hat. Aber jetzt einfach, um noch Klarheit zu schaffen, also die Schwarzenbach-Initiativen im 70er hat wie viel Prozent Ja-Stimmen erhalten? Circa? Rund 46%, was niemand erwartet hat. Er war ein Einzelkämpfer mit einem kleinen Team und dort hast du ja dazugehört. Du warst, glaube ich, Sekretär. Ja. Erst nachher. Später dann? Später, beim James Schwarzenbach. 46% im 70er in einer politischen Frage, die alle belächelt haben und offenbar in der Bevölkerung bereits damals den Nerv getroffen hat. Hans Fehr, magst du dich an 70 erinnern? Du bist ein paar Jahre jünger als der Ueli Schlüo. Wie hast du das wahrgenommen, damals, die Schwarzenbach-Initiative? Wir haben selbstverständlich keinen Fernseher gehabt, wie alle armen Leute hier. Und dann bin ich zu meiner Tante auf Buchberg im Kanton Schaffhausen. Hin und wieder interessante Polizendungen schauen, schwarz-weiß, oder? Und einer der ersten, der mir aufgefallen ist, wo ich ums den Teufel schauen wollte, war der Schwarzenbach. Und haargenau, wie der Ueli sagt, der Mann ist da gehockt, unerschütterlich wie ein Felsen, von allen angegriffen worden in dieser Sendung und in anderen Sendungen, Pfeifen im Maul, und hat einfach gesagt, das habe ich unglaublich bewundert, was Sache ist. Und die anderen sind alle im Abprallt und haben sich abgenützt und darum hat das unglaubliche Resultat. Also das sind ja übereinstimmende Erinnerungen, ja. Dass man in offenbar, was ja ich jetzt nicht mehr beurteilen kann, weil ich selber die Zeit nicht erlebt habe, als relativ ruhige, sachliche Stimme wahrgenommen hat, die ein Thema gebracht hat, das bis hier fast ein bisschen Tabu war. Ja, ja. Und das war eine Politisierung von der schweizerischen Eidgenossenschaft in einem Thema, das eigentlich zwar in der Bevölkerung vorhanden war, aber in der Politik
offenbar nicht ernst genommen worden ist. Ja. Jetzt hat es ja dann nachher in der Folge, wo auch deiner Ausbildung und deinem Studium allem sich ergeben, dass du beim James Schwarzenbach selber Sekretär geworden bist. Wie ist es zu dem gekommen und was hast du selber erlebt, wo du ihn persönlich kennengelernt hast? Also Sekretär bin ich geworden nach den Nationalratswahlen 1971, wo die Republikaner 7 Sitze gemacht haben und dann einfach plötzlich gesagt haben, jetzt müssen wir eine Struktur haben für die Parlamentsarbeit. Das bin ich dann gsi bis 1975. Dann habe ich mein Studium abgeschlossen und im 1979 ist dann die Schweizer Zeit entstanden. Den James Schwarzenbach habe ich erlebt als eine Persönlichkeit, die als Einzelgänger, als Einzelfigur Unglaubliches geleistet hat. Aber er ist jeglicher Organisation derart spinnefeind gewesen, dass er im Grunde genommen hinter sich alles, was organisiert war, vorzu wieder eigentlich abgebrochen hat, weil er hat so eine Vorstellung gehabt, Politik, die soll man am Stammtisch spontan machen unter Eidgenossen, aber alles so Partei- und Delegiertenversammlung und Vorstandsbeschlüsse und so, ist ihm von zinnerst aus zuwider gewesen. Darum ist er als Einzelpersönlichkeit, hat er eine unerhörte Ausstrahlung gehabt, aber als Organisator von einer Partei, das hat er einfach nicht können. Darum ist mit seiner Person, sind die Republikaner aus der Politik wieder verschwunden. Hans Fehr, hast du die Republikaner noch irgendwie wahrgenommen? Und wie hast es du es wahrgenommen? Oder ich meine, wenn man heute Republikaner hört, ist das in der Schweiz ein Fremdwort. Man weiss, in Amerika sind das die Rechten, genau, und die anderen sind die Linken. Hast du das dort mal wahrgenommen oder ist das irgendwie für dich eine Randnotiz gewesen? Wenn man ein Thema personifizieren kann, ist es auch immer einfach. Und für mich ist natürlich die Personifizierung vom Republikaner und von der Partei ist dann der Hans-Uli Graf gewesen, von Bülach. Mhm. Das ist quasi in meiner Nachbargemeinde. Der Chefredakteur, langjähriger Chefredakteur eigentlich bis zu seinem Tod vom Neuen Bülacher Tagblatt. Und er ist für mich eigentlich und auch für den Ueli, glaube ich, darf ich sagen, wie zu einer politischen Leitfigur geworden, hat das Republikanische vertreten, ist dann später unter anderen Umständen, wo die Partei dann nicht mehr eine Basis gehabt hat, ist er in die SVP übertreten und ist dort dann noch lange Jahre ist er Nationalrat geworden. Also quasi hat man das republikanische Gedankengut, unter anderem mit der markanten Persönlichkeit Hans-Uli Graf, Nationalrat Hans-Uli Graf, Bülach, durchgebracht in die SVP auch. Hat jetzt sie eigentlich befruchtet. Jetzt ist ja eigentlich etwas Interessantes passiert. Der James Schwarzenbach ist dann gesundheitlich ein bisschen angeschlagen gewesen. Die Republikaner, so wie wir jetzt gehört haben, nicht unbedingt strukturiert organisiert. Man hat es versucht, aber nicht so richtig geschafft. Die Republikaner haben eine Zeitschrift gehabt. Wie hat die geheissen? Also das war der Republikaner, die hat im James Schwarzenbach persönlich gehört. Respektive die Familie Schwarzenbach. Das war Parteizeitschrift. Das war nicht Parteizeitschrift, das ist die persönliche Zeitung, also das persönliche Eigentum von James Schwarzenbach und seiner Familie gewesen, und seiner Frau genau. Dann ist es ja letztlich darum gegangen, geht es mit dieser Zeitschrift der Republikaner weiter und dann bist du ins Spiel gekommen. Und ich glaube, du bist dir einig gewesen mit dem James Schwarzenbach, ich mache das. Was ist eigentlich der Grund, warum du nie Chefredakteur geworden bist vom der Republikaner? Also, er ist schwer erkrankt in der, gegen Ende der 70er Jahre. Und dann habe ich sozusagen von einem Tag auf den anderen hat es einfach geheissen, kannst du den Republikaner machen? Der James Schwarzenbach war im Spital, war kritisch. Und dann bin ich da drin hineingestossen worden und habe mehrere Nummern von mir aus dann einfach gemacht. Dann ist es wieder besser geworden, er hat sich erholt und wir sind in Verhandlungen eingetreten, ob ich ihm kann den Republikaner abkaufen. Und dann war eine spezielle Überraschung, mit ihm bin ich einig gewesen.
Aber er hat mich nicht genau über Besitzverhältnis orientiert. Er hat genau 50% besessen und seine Frau die anderen 50%. Mhm. Und die Frau hat nicht wollen, dass die Zeitung in einen anderen Besitz übergeht. Und dann habe ich zur Kenntnis nehmen, ich kann den nicht übernehmen, obwohl alles vorbereitet war. Und dann habe ich anfangs 1979 sehr kurzfristig entschlossen, jetzt mache ich selber eine Zeitung. Und so ist die Schweizer Zeit entstanden, wo am 1. März 1979 dann die erste Ausgabe, habe sie da mitgenommen, rausgekommen ist. Das ist also die 1. März 1979, die allererste Ausgabe von der Schweizer Zeit. Mhm. Aber Ueli Schlüon, jetzt mal Hand aufs Herz. Es hat den Republikaner gegeben. Du warst frustriert, dass das mit der Frau oder wegen der Frau von James Schwarzenbach nicht geklappt hat. Und machst eine Schweizer Zeit. Zwei Fragen. Wieso? Was war die Idee gewesen? Und wieso heisst eigentlich, das habe ich mich ja immer gefragt, die Schweizer Zeit Schweizer Zeit? Also, durch das, dass ich dort eben einige Monate lang den Republikaner redigiert habe, habe ich einfach Appetit bekommen auf das. Ich wollte die Zeitung übernehmen und weiterführen. Und wo sich das als unmöglich erwiesen hat, habe ich gesagt, ja gut, jetzt mache ich es halt selber. Ich weiss noch, ich bin damals zum Otto Fischer gegangen, der legendäre, freisinnige Nationalrat, Berner Nationalrat, aber er war aus dem Zürich Oberland, und habe ihm das gesagt. Und dann hat er zu mir gesagt, was? Eine Zeitung gründen? Einer, der das zum Zeitpunkt macht, wo alle Zeitungen sterben? Der spinnt wohl. Das war wörtlich. Ich meine, es aber gleich gemacht. Und, wieso Schweizer Zeit? Schweizer Zeit. Das war dort ein Politikum, wo man da die Sommerzeit eingeführt hat. Und da hat am Bahnhof Schaffhausen, dort wo die Züge aus Deutschland ankommen, war ein rotes Täfeli, Schweizer Zeit. Damit jeder, der aus dem Ausland kam, wissen musste, die Schweizer haben dann dort nicht mitgemacht. Das war eine Zeitverschiebung. Sie müssen die Tour anders stellen. Und als ich das Täfeli das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, unsere Zeitung, die heisst Schweizer Zeit. Übrigens, das Täfeli, rot mit weißer Schrift Schweizer Zeit, ist jetzt in meinem Besitz. Das hängt jetzt bei mir im Büro. Das war das Jahr 1979. Hans Fehr. Was sind die Erinnerungen an die Jahre zurück und wie hast du das wahrgenommen damals? Mannigfaltige Erinnerungen. Ich gehe noch schnell zurück. Frau Schwarzenbach, es hat ein paar Probleme gegeben, wie wir gehört haben. Wieso eigentlich? Was ist denn? Ja, eben wegen diesen 50%. Ja, aber warum glaubst du, hat Frau Schwarzenbach interveniert? Der Stefan Zweig hat schon gesagt, der legendäre Schriftsteller Stefan Zweig, wenn es irgendwo ein Problem gegeben hat, hat er wörtlich gesagt, es war eine Frau, immer eine Frau. Das Problem. Das sage ich nicht, das sagt der Stefan Zweig. Also gut, das war so. Übrigens, eine Frau habe ich auch geheiratet, aber erst am 4. Oktober 1974. Ich bin immer noch mit der gleichen Frau zusammen. Es war nicht immer harmonisch, aber fast immer. Darum ist es eine gute Ehe. Also ein bisschen nach dem Ueli Schlüer. Und dann nachher im Schicksalsjahr 1979 sind zwei Sachen passiert. Unser Sohn ist auf die Welt gekommen, der Claudio. Zweitens, am 1. März, wie wir gehört haben, ist die Zeitung das erste Mal erschienen. Und genau zur gleichen Zeit bin ich in der Schussschule als angehender Kompaniekommandant in Wallenstadt. Und dann haben wir, da ist mir einfach geblieben, drei Grundsätze fürs Leben habe ich dort gelernt. Und zwar hat mir das ein Oberwalliser Kollege, so einen Urchigen, erzählt, mit Bart und so. Und zwar hat er gesagt, jetzt musst du hören. Ich erzähle dir ein Geschichtchen für dein ganzes Leben, das hat auch für die Schweizer Zeit gegolten. Und es sind nachher drei Lehren zu ziehen. Und das ist die Geschichte, ich erzähle es jetzt ein bisschen im Slang, die Geschichte von der Katz und der Müs. Die Katz hat der Müs fangen. Das Müsli, das arme Müsli, rennt davon in Todesangst. Die Katze hinten drin. Das Müsli zittert und rennt in seiner Not in den Kühestall über den Barren. Die Katze hinten drin. Das Miesli zittert und rennt über den Rücken der Kühe, am Schwanz runter, am Boden runter. Die Kühe schaut zurück,
hat Erbarmen mit dem armen Miesli und platsch, lässt sie lettern und deckt das Miesli zu. Nur der Schwanz hat noch ein Stückchen rausgeschaut. Da kommt die Katze, sieht der Schwanz, tack, nimmt das Miesli raus und frisst es auf. Die drei Lehren aus dem Geschichtli, aus der Geschichte. Erstens gilt auch für die Schweizer Zeit. Nicht jeder, der dich zusammenschießt, meint schlecht mit dir. Die zweite Lehre. Nicht jeder, der dich aus dem Dreck auszieht, meint es gut mit dir. Und die dritte Lehre. Wenn du schon im Dreck reinhockst, zieh wenigstens den Schwanz ein. Und das ist das ja... Das ist mein Grundprinzip geworden für mein ganzes Leben, auch für die Schweizer Zeit. Und tatsächlich hat die Schweizer Zeit im Jahr 79 erlebt, dass es den Schwanz einziehen muss. Oder du tust dich dieser Scheiße stellen. Ja. Ihr habt angefangen praktisch mit einer Auflage von irgendwie knapp 1000 Exemplare. Aber nach einem Jahr haben wir 1000 gehabt, haben wir mit null angefangen. Und ihr habt nach einem Jahr kein Kapital mehr gehabt. Ja. Das Kapital, das ihr eingeschossen habt, war Aufbruch. Und dann, das ist jetzt eben auch die Botschaft an Hans Scharp, der heute nicht da sein kann, hast du mir erzählt, dann ist der Mann angestanden und hat gesagt, da muss es weitergehen. Wie ist das gelaufen? Also eben, ich habe im 79 die 50'000 Franken, die es dort gebraucht hat, zur Gründung von einer Aktiengesellschaft zusammengekratzt. Und das Geld war verbraucht nach einem Jahr. Und dann ist der Hans Scharpf, dort habe ich ihn näher kennengelernt, dann hat er gesagt, ich sorge dafür, dass das Kapital wieder herkommt. Und er hat ungefähr 14 oder 15 Persönlichkeiten, gute Eidgenossen gefunden, die gesagt haben, jawohl, das hat Zukunft, da machen wir mit. Und dann haben wir die 50'000 Franken nochmal gehabt. Also nach aussen hat man das als eine Verdoppelung vom Aktienkapital ausgegeben. Ich darf aber sagen, vom zweiten Jahr an, wo es die Schweizer Zeit gab, waren sie in den schwarzen Zahlen. Wir konnten gar nicht anders machen. Man musste sich einfach richten nach dem, was reinkommt, was man ausgegeben hat. Aber das ist also gelungen vom zweiten Jahr an. Und dann hat man langsam Boden bekommen. Nicht, das sind dann die Jahre gewesen, da mit den Armee, den Komitee, die es da gegeben hat. Die Affäre Cinchera in Zürich war gewesen. Der Opernhauskrawall. Wir machen aus dem Staat Gurkensalat. In dieser Umgebung ist die Schweizer Zeit dann angewachsen. Und im Laufe, der hat also Jahr für Jahr zugelegt. Und man hat können sagen, also Mitte 80er Jahre, jetzt ist sie etabliert, die bringen dann nicht mehr so schnell weg. Also, ihr nennt euch ja bürgerlich-konservatives Magazin für Unabhängigkeit, Föderalismus und Freiheit. Ich nehme an, so vom Prinzip her hat das immer schon gegolten. Von Anfang an, ja. Ihr habt euch also ein klares Profil gegeben. Mhm. Und das in einen anderen Zeitgeist hinein, das hat zum Profil geführt. Also der Zeitgeist war nicht so viel anders gewesen. Ich meine, auch dort, wo da die Armeeabschaffungsinitiativen und das Zeug da dahergekommen ist, ist es natürlich darum gegangen, dass diejenigen, die eine eigenständige, unabhängige Schweiz, die jedem Einzelnen die Freiheit garantiert, dass die sich um die Zeitung herum geschart haben. Die EU-Frage ist noch nicht in dem Sinn, wie sie dann später aufgekommen ist, dazu gewesen. Aber wir haben den Untertitel von dieser Zeitung nie ändern müssen. Das ist von der ersten. Also da hat es noch geheißen, konservative Zeitung für Unabhängigkeit, Föderalismus und Freiheit. Wir haben das nie müssen ändern. Es ist immer ums Gleiche gegangen. Jetzt der Hans Fehr, Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Was hast du da gemacht, beruflich? Ich war hier Lehrer. Lehrer? Aber Lehrer? Selbstverständlich ein guter. Der Blocher hat gesagt, wenn sich einer meldet, ein Lehrer, der nicht links ist, der kann auch gut sein. Oder? Ich bin eben nicht links. Und du? Und dann war ich Lehrer, in Eglisau übrigens. Und danach bin ich natürlich mit der Zeit, ich habe auch den Opernhauskrawall miterlebt, 1980, was da alles abgegangen ist. Also unglaubliche Sachen. Und dann langsam ist es dann gegangen in die 80er Jahre. Im 86 ist die legendäre UNO-Abstimmung Nummer 1 gewesen, wo also wir
nicht in Thun gegangen sind, sondern Hochkant gewonnen haben, auch mit Otto Fischer, Uli Schlüer, Christoph Blocher. Da habe ich natürlich wahrgenommen, alles. Und habe dann langsam auch das Gedankengut übernommen, kann man, darf man sagen. Und ich würde sagen, man hat gemerkt, da hat es Leute, die kämpfen, die an der Front stehen. Und da musst du auch etwas machen. Also ich bin durch das eigentlich vom 80er an auch politisiert worden, kann man sagen. Und der Höhepunkt war natürlich dann gewesen, im Hinblick auf die EWR-Abstimmung, 6.12.92. Dort haben wir gemerkt, jetzt geht es um die Wurst. Jetzt geht es um die Wurst, jetzt musst du Farbe bekennen. Ich glaube, Uli Schlüer, das war ja auch der Durchbruch für die Schweizer Zeit, wo im 79 das erste Mal rausgekommen ist. Harte Jahre musste durchmachen. Du hast gesagt, die Krawalljahre sind gekommen. Cincera-Affäre, UNO-Abstimmung. Ich glaube auch, das war das Zeitalter der Armeeabschaffungsinitiative. Also den ausgeprägten linken Schlag im Land. Man musste anstehen, die bürgerlich-konservativen Werte vertreten. Und dann ist eigentlich eine Debatte entbrannt, die der Schweizer Zeit ungeahnte Höhenflüge beschert hat. Nämlich die Frage der Stellung der Schweiz in Europa. 1992 die EWR-Abstimmung, europäischer Wirtschaftsraum, sollen wir beitreten oder nicht? Und da ist ja immerhin festzuhalten, ist der Bundesrat mit offenen Karten angestanden und gesagt, der EWR ist das Trainingslager für den EG. Europäische Gemeinschaft, wie der Vorläufer von der EU geheißen, das Trainingslager für den EG-Beitritt. Und ich glaube, heute im Rückblick dürfen feststellen, dass der SVP-Bundesrat damals, der Döll Vogi, mitgeholfen hat. Der Entscheid, wir müssen bis heute dankbar sein, dass man offen kommuniziert hat, was der Weg ist. Mhm. Und ich glaube, die Schweizer Zeit hat das erkannt. Und das ist, glaube ich, rückblickend der Durchbruch gewesen für deine Zeitschrift. Das kann man sagen. Es ist... Also wir haben am Tag vor der Abstimmung dann eine verkaufte Auflage von 25'000 Exemplaren. Die ist also in wenigen Monaten ist die von 5'000 auf 25'000 gesteigert worden. Und in der, das waren die Monate, gewesen, wo der Hans Fehr und ich sehr, in sehr enge Zusammenarbeit gekommen sind. Also ich habe es so erlebt. Der Christoph Blocher, der die klar dominierende Figur war, der ist, ich meine, das war im Zeitalter, wo es noch kein Handy gegeben hat, wo also die Verbindungen nicht so einfach herzustellen waren, der war in der ganzen Schweiz unterwegs gewesen, für die Aufweckung der Bevölkerung, außerordentlich erfolgreich, außerordentlich eindrücklich. So die Heimfront hat Otto Fischer gehalten und wir mussten das Handwerkliche machen eigentlich. Und dann, ungefähr 5-6 Wochen vor der Abstimmung, hat Otto Fischer ja einen schweren gesundheitlichen Zusammenbruch gehabt. Und plötzlich sind wir dann die gewesen, die da waren. Ich mag mich noch erinnern, es sind da Zwischenfälle passiert. Irgendwann hat man den Christoph Blocher wieder telefonisch erreicht und dann hat er einem am Telefon gesagt, schaut, ihr müsst jetzt einfach machen. Wir müssen jetzt machen, wir haben die Chance zu gewinnen. Macht, macht, macht. Ja. Ich bin da an der Front und ihr macht es von hinten her. Und das hat uns natürlich zusammengeschweißt. Ja. Und ist eine, also meine, ist eine herrliche Zeit gewesen, auch wie man sich kennengelernt hat, wie man sich schätzen gelernt hat, wie man Freund geworden ist, schon etwas Besonderes gewesen. Und das war ja, glaube ich, gewesen. Hans Fehr, in einer Phase, du warst nicht mehr Primarlehrer gewesen, sondern... Ich war Primarlehrer. Sekundarlehrer. Reallehrer. Reallehrer. Ja, genau. Und du bist als Reallehrer aber hier nicht mehr tätig gewesen, sondern du hast eine neue Funktion gehabt. Genau. Du warst Sekretär gewesen von der SVP vom Kanton Zürich. Damit nahe beim Christoph Blocher, damit auch eine Schnittstelle zum Uli Schlüer. Wie bist du überhaupt in die Funktion nie geraten? Und wie oder wo magst du dich erinnern, dass du Uli Schlüer kennengelernt hast? Ich habe Ende 84, im Jahr 84 habe ich mir gesagt, bleibst du jetzt Lehrer bis an dein Lebensende quasi, oder also bis zur Pensionierung. Ich habe das sehr gerne gemacht, wirklich. Auch mit anderen Sprachen, mathematisch und so weiter. Aber dann habe ich mir gesagt,
ich will in die Politik, es hat mich eigentlich in die Politik gezogen. Ich war dann Gemeinderat in Zieglisau. Und dann war eine Ausschreibung in der NZZ. Und das hat meine Schwägerin, verdankenswerterweise, ich habe es gar nicht gesehen, mir mitteilt, du, der Blocher sucht einen Sekretär, SVP Kanton Zürich. Habe ich mich gemeldet, bin unter Arbeit. In welchem Jahr? Im Sommer 84 bin ich mir vorstellen und Ende 84 habe ich angefangen. Also ich bin genau in die Zeit gekommen, wo unglaublich arbeitsintensiv war. Man muss wissen, die Partei war in einem schlechten Zustand. Wir haben Ende 70er Jahre haben wir im Kanton Zürich noch 4 Mandate gehabt, 4 Nationalratsmandate. Also nicht gut. Und dann hat Christoph Blocher, und da hat es natürlich Mitarbeiter gebraucht, mannigfache Kurse, Schulungen, Zeitungsarbeit und so weiter, Arbeit an der Front, in den Sektionen, hat er gesagt, wir brauchen einen liberal-konservativen Kurs. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Liberal-konservativ, wir müssen liberal sein, aber nicht quasi überfreiheitlich und beliebig, aber auch nicht zu konservativ, damit wir nicht erstarren. Und dann hat man das fertig gebracht. Das war eine riesige Aufbauarbeit, das darf ich sagen. Und dann so im Zeitalter, würde ich sagen, gegen Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, ist der Uli Schlür immer mehr in mein Leben getreten. Also auf gute Art, oder? In mein Leben getreten. Dann hast du gemerkt, auch der Blocher legt grossen Wert auf den Uli Schlür. Der Otto Fischer war da, hier schon bereits auch Geschäftsführer, wo ich dann später geworden bin. Und wir haben die beiden, auch der Uli und vor allem der Blocher, Christoph Blocher und Otto Fischer, die haben sich gesagt, der Uli hat schon angetönt, wir haben die ganze Glaspolitik gegen uns im 92. Alle sind gegen uns. Alle Zeitungen praktisch, natürlich Ausnahme Schweizer Zeit und so weiter. Aber alles ist gegen uns. Es gibt nur eins. Wir müssen Gottfried Stutz jeden Tag, wenn möglich mehrmals, Veranstaltungen machen in der ganzen Schweiz. Rum. Wir müssen die Leute überzeugen. Und ich habe also aus eigener Anschauung erlebt, wir haben auch ein bisschen mitgeschafft, aber natürlich nicht in dem Rahmen von diesen beiden. Die haben geschafft, krampfend bis zur buchstäblichen Erschöpfung. Ich habe die erlebt, die sind fast, der Otto Fischer, ist eigentlich krank gewesen, hat aber gesagt, jetzt geht's um Schicksal vom Land. Ich muss, jetzt kann ich nicht ins Spital, ich muss anstehen. Und tragischerweise ist er dann nach ungefähr ein Jahr nach der Abstimmung ist er gestorben. Und ich kann nur noch eins letztes sagen, ich habe ihn erlebt, wenn er so war, im Albis Güetli oben, hat er im Juli 92 hat er eine Veranstaltung gemacht, alleine, vor dem Zürcherischen Gewerbeverband. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, meine Damen und Herren, ich bin nicht hierher gekommen, zum Harmonium zu spielen, sondern Ihnen die Wahrheit zu sagen über den unglaublichen Lumpenvertrag. Das war mein erster Kontakt mit dem Otto Fischer und der Uli Schlür. Das Aufkommen dieser Schweizer Zeit, das ist immer wichtiger geworden. Es ist ja noch ein Phänomen. Also wir sind ja alle 1995 gewählt worden. Ja. Jeder hat den Otto Fischer auf seine Art kennengelernt. Und das ist mir also wirklich eingefahren. Ich habe ihn kennengelernt. Wenige Wochen vor der Abstimmung über den EWR, wo er der einzige Gegenreferent war an einem Podium in Wiel. Ich bin ihn abholen auf dem Zug in Wiel. Wir sind die Altstadt aufgelaufen und ich habe ihn als alten, fast schon also gebrechlichen Mann, ich habe nicht gewusst, dass er hier schon sehr angeschlagen war, wahrgenommen und habe das als eine unglaublich eindrückliche Persönlichkeit wahrgenommen, die ich ja muss sagen, er hat noch seine allerletzte Kraft in den Abstimmungskampf eingelegt. Eine ungemein beeindruckende Persönlichkeit, weil ich glaube, Hans, aber ich habe es nicht überprüft, es ist nicht ein Jahr gegangen. Er ist dann über die Abstimmung runter, hat den Kraft verloren und ist dann gestorben. Er hat nur noch alles auf das eine Ziel ausgerichtet. Und ich glaube, Uli Schlür, man darf heute rückblickend sagen, dank so Persönlichkeiten, jeden an seinem Platz, wie der Otto Fischer, der Christoph Blocher, dann der Hans Fehr an der Seite von Christoph Blocher, du mit der Schweizer Zeit, der Walti Frey hat eine andere Funktion ausgeführt. Es sind ja wenige Persönlichkeiten gewesen, die den Kampf gegen den Anschluss an die Europäische Union prägt. Man hat gewonnen
Und das war gleichbedeutend auch mit dem Aufstieg der Schweizer Zeit. Vielleicht an ein Ereignis würde ich noch speziell erinnern, weil das für die Arbeit mit der Schweizer Zeit bis heute prägend worden ist. Ich weiss nicht mehr, ob es 14 Tage oder 3 Wochen vor der EWR-Abstimmung war. Da sind in den Samstags- und in den Sonntagszeitungen sind die doppelseitigen Inserate gekommen. Doppelseiten-Inserate. Auf der einen Seite die Minus-Schweizer, die abgemacht worden sind, also gemein abgemacht worden sind. Die eben gegen den EWR waren, auf der anderen die Plus-Schweizer, die eben für die offene Zukunft und für das Grossartige und so waren. Also, ein hundsgemeines Inserat war das. Ja. Ich weiss noch, wie wir zusammenkamen und haben gesagt, Gott, ist das doppelt, schau jetzt mal da, so, am Samstag 2 Seiten, am Sonntag 2 Seiten. Was machen wir da noch? Oder wir haben so gesagt, jetzt lasst die Sichen uns einfach flach. Und dann ist etwas Unerhörtes passiert. Etwa am Dienstag, nach der Sonntagsbreitseite, hat es angefangen. Da haben irgendwelche Leute in der Zeitung kleine Inserate gemacht, wo man einfach gemerkt hat, jetzt ist es überlaufen. Die lassen sich nicht als Minus-Schweizer anstellen. Und haben einfach auf ihre Art haben sie gesagt, der Vertrag, der muss weg. Schaut mal, was der hervorruft, dass da irgendwelche, natürlich die Reichen, und das sind die Wirtschaftsverbände, die heute noch auf der falschen Seite stehen, die die Inserate gemacht haben, wo so sondere gemeinen Aussage verleitet werden, die zur Schweiz stehen, sind Minus-Schweizer. Das hat am Dienstag angefangen. Am Mittwoch war es eine ganze Seite in den Zeitungen. Am Donnerstag war es mehr als eine Seite, so Inserat von irgendwelchen Leuten, die einfach zum Ausdruck gebracht haben, das lassen wir uns nicht bieten, dass wir so angestellt werden. Und dann haben wir gesagt, du, wir haben gleiche Chancen. Wir haben gleiche Chancen. Und Christoph Blocher hat telefoniert und hat gesagt, hört, jetzt läuft es auf unsere Seite, jetzt einfach voll rein, bis zur letzten Stunde, bis man an die Urne geht und den Zettel in die Urne reinrührt. Wir haben die Chance, dass wir gewinnen. Und es ist dann auch so rausgekommen. Wie hast du den 6. Dezember 92 gelernt? Wahnsinnig. Es war eine Welle, auch in den letzten Tagen. Wirklich bis zur letzten Stunde. Es war eine Welle von Entrüstung. Die Leute waren elektrisiert und haben gesagt, die Siechen, ich sage es jetzt auf Deutsch, die Siechen da müssen nicht meinen, wir lassen uns Blatt walzen. Das ist übrigens wie bei einer Dampfwalze, haben sie das abbilden wenn wir da gewalzert werden, die gegen die Schweiz sind, angeblich. Und dann ist natürlich am Sonntag, am 6. Dezember, da ist alles hochgespannt am Radio oder vielleicht auch teilweise schon am Fernsehen gehockt. Und wo dann die ersten Resultate gekommen sind, dann hat man gemerkt, leck, super. Weißt du, was passiert? Ständemehr hat man mit der Zeit immer mehr gemerkt, oh, Ständemehr haben sie nicht. Also ist es bereits gestorben. Aber Ständemehr lange nicht, psychologisch. Wir brauchen dann ein Volksmehr. Dann haben wir ungefähr, wo sich dann das in den Nachmittag gegangen ist, oder noch ein bisschen über den Nachmittag aus, hat es noch etwa 100'000 Stimmen gegeben, wo wir im Plus waren, also gegen den EWR. Und dann sind die Welschen Stecko, Lausanne, ratsch, wieder 10'000 weg. Genf, ratsch, wieder 20'000 weg. Und am Schluss haben wir noch gut 30'000 im Plus. Und dann sind wir erschöpft, fast von den Stühlen runtergefallen und haben gesagt, so, es ist erreicht, Ständemehr und Volksmehr. Also, um das genau zu sagen, wo die Pressekonferenz angefangen hat, weiss noch, in Oerlikon, da im Swiss Hotel oder wie das Hotel heißt. Dort ist noch, das haben wir das Volksmeer noch nicht gehabt. Nein. Der Kanton Aargau hat Verspätung gehabt. Ja. Und ungefähr, wo die Pressekonferenz eine Viertelstunde im Gang war, kommt das Aargauer Resultat und es hat wieder gekehrt, dass wir das Volksmeer dagegen haben. Das war unglaublich. Und das ist ja natürlich am Schluss die Schweizer Zeit und ihre Erfolgsgeschichte, da darf man schon sagen, die Abstimmung hat eine Marktlücke eröffnet. Einerseits ja im Medienbereich für deine Zeitschrift, wo du einfach eine Exklusivposition wahrgenommen hast.
im politischen Bereich natürlich mit der SVP. Und das kann man ja nicht mehr trennen, wenn man ehrlich ist. Du bist SVP-Nationalrat geworden durch die EWR-Abstimmung im 1995. Hans Fehr ist SVP-Nationalrat geworden im 1995. Hat auch mitgewirkt, dass man zum Beispiel... Ich bin im Kampf-Gallen nie gespielt worden. Ja. Also wir haben eigentlich von diesem Ereignis können profitieren. Ich habe direkt auch profitiert von der Schweizer Zeit. Oder? Man ist natürlich dann fündig geworden. Hat gewusst, du hast dort 25'000 Abonnenten, also mehrfach so Leser. Und im Kanton Zürich besonders stark vertreten. Und dann hat er natürlich die Chance hat man gehabt, dort Artikel zu schreiben. Und das hat garantiert einiges gebracht für die Wahlen dann im 95. Jetzt die Schweizer Zeit ist unterdessen 40-jährig. Und wir haben jetzt gehört, ganz eindrücklich, was ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, wo ist der Durchbruch geraten, wenn wir jetzt einen Sprung machen nach vorne und zurückschauen auf die 40 Jahre. Wir wissen, das sind die prägenden Ereignisse gewesen. Was ist aus der Schweizer Zeit geworden? Und wo siehst du aktuell Positionierung und auch die Bedeutung von deinem Magazin, das heute ja ganz anders aussieht? Das ist jetzt eine von der Ausgaben von dem Jahr. Wissen, es ist ein grosser Wandel gewesen und es ist auch eine harte Zeit gewesen, aber es ist ja letztlich die Frage, was ist die Bedeutung von der Schweizer Zeit heute? Also das Wichtigste ist natürlich, dass sie eine klare Aussage hat. Wir sind die Zeitung, die sagt Ja zur Schweiz. Das ist unser Motto und wir bekämpfen jeden, der die Schweiz abmachen will oder wo die Schweiz als etwas Ewiggestriges und so weiter anstellt. Ich meine, die Schweiz gibt wie kaum ein anderes Land auf der Welt jedem Einzelnen Freiheit, Eigenständigkeit, Individualität. Das ist der grösste und wichtigste Wert, den es gibt für die Menschheit. Und das vertreten wir. Also selbstverständlich ist es nicht einfacher geworden, heute eine Zeitung auf Papier rauszugeben. Da versuchen wir natürlich auch jetzt auf den Online-Medien aktiver zu werden. Ich muss aber auch sagen, wir haben in der Zeit, also nach dem EWR, wir haben schon nicht nur das einzige Thema behandelt, wir haben sicher auch eine unüberhörbare Rolle können spielen, wo da die Holocaust-Krise war, mit diesen herrenlosen Geldern und so weiter. Und wo man da die Schweiz hat wollen anhängen, sie sei eigentlich der grosse Profiteur gewesen, von dem und was sie da, dass da eine Generation an der Grenze gestanden hat, das hat gar nichts ausgemacht, sie haben mit Waffen gehandelt und so weiter. Dort war es unsere klare Position gewesen, die Leistung von dieser Generation, die diesem Land die Unabhängigkeit bewahrt hat, die entsprechend darzustellen. Wir waren die, die die Lüge des sogenannten J-Stempels aufgedeckt hat. Das ist die Schweizer Zeit, die man nachher anerkennen musste. Das ist jahrelang falsch dargestellt worden. Wir haben auch in der Krise da in der Bankenkrise und so weiter, was da um die Überschuldung in der EU gegangen ist, haben wir wieder eine wichtige Rolle als Informationsorgan gehabt. Also ich glaube, was die wichtigen, zentralen Themen betrifft, was um die Eigenständigkeit und die Freiheit geht, dort sind wir nach wie vor eine Stimme, wo man eigentlich gern würde so tun, als gäbe es sie nicht. Aber wo man immer wieder muss anerkennen, die Sicher sind noch da und sie äußern sich noch. Und das ist unser Ziel, dass wir das noch weiterhin machen können. Hans Fehr, was ist die Triebfeder für dich auch 40 Jahre nach der Gründung der Schweizer Zeit, da mitschaffen und auch wichtige Positionen einzunehmen innerhalb vom Schweizer Zeitverlag und auch als Redaktor? Weil ich wahrscheinlich einfach den Wert von der Schweizer Zeit, wenn ich es mal so darf sagen, erkannt habe. Weil, und ich hoffe, dass zusätzlich Tausende, auch von der jüngeren Generation, den Wert von der Schweizer Zeit anerkennen, wo wir einen modernen, sehr leserfreundlich aufgemacht, auch mit ein bisschen Humor drin, auch mit ein bisschen Sachen, klare Politik, aber eine klare Linie verficht,
für die Schweiz, für eine starke Schweiz, für eine lebenswerte Schweiz, für die Demokratie. Das ist ganz entscheidend. Ich glaube, das hat mich gepackt. Und seit 3 Jahren bin ich ja da einigermaßen maßgeblich beteiligt an der Entstehung von dieser Schweizer Zeit. Und ich glaube, wenn man diese Linie auf diese Substanz behaltet, aber in einer sehr leserfreundlichen Form, dann wird die Schweizer Zeit weiterhin Bestand haben. Und solange Leute wie Ueli Schlür, der immerhin Jahrgang 44 ist, der also den 75. gefeiert hat, immer noch so frisch, taufrisch anhockt und sagt, was Sache ist, ist es eine Freude zum Zusammenarbeiten. Wir müssen eigentlich selten miteinander gross absprechen, das, sondern das läuft einfach. Und wenn ich mir sage, wir haben eine ganz kleine Sparte, das heisst zur Erheiterung, das heisst Lachen verboten, neben der ernsten Politik, dann muss ich es doch noch schnell bringen. Letztens ist mir einen aufgefallen, da haben 3 Buben prahlt, was sie für prächtige, wichtige Onkel haben. Onkel. Der erste sagt, mein Onkel, der ist Pfarrer. Und alle sagen, Herr Hochwürden. Dann sagt der zweite, ja, das ist gar nicht. Mein Onkel ist Bischof. Und alle sagen, Exzellenz. Und der dritte sagt, ja, gehen wir doch weg. Mein Onkel, wenn ich mit dem, der hat 200 Kilo, wenn ich mit dem durch die Straße laufe, rufen alle Leute, allmächtiger Gott. Das ist auch noch ein kleines Ding, dass wir die Schweizer Zeit politisch klar ausrichten. Ja zur Schweiz. Jeder soll wissen, was wir wollen. Und die Leser machen übrigens ganz heftig nicht. Aber es braucht auch die Leserfreundlichkeit bis zu, dass man zum Beispiel Wettbewerbe macht, dass man etwas gewinnen kann, dass ein bisschen Humor drin hat. Das macht das Ganze zu einem super Produkt. Gut, also die Schweizer Zeit ist vor 40 Jahren in diesem Layout das erste Mal erschienen. Die Schweizer Zeit ist heute, das ist die aktuellste Ausgabe von der Weihnachten 2019, in einem ganz anderen Format erschienen und hat immer wieder für Aufruhr gesorgt. Ich glaube, eins von diesen Sonderdrücken, wo die Schweizer Zeit gemacht hat, wo am meisten beachtet worden ist, aber da hat es ganz viele gegeben. Das war zur EWR-Abstimmung mit den grössten Persönlichkeiten, die dort mal dazu beigetragen haben, dass es zu dem Nein gekommen ist. Wenn man das genau anschaut, das waren Sonderausgaben, die eine andere Position eingenommen haben als der Mainstream. Und die Schweizer Zeit, darf man schon sagen, sie trägt natürlich einen Namen. Das ist der Dr. Ulrich Schlür. Und ich glaube, darf ich schon sagen, bevor ich zum Schlusswort übergebe. Der Ueli Schlür ist nicht nur der Gründer, er ist der Vater von dieser Schweizer Zeit. Er hat sie geprägt und all die Jahre auch mit einem Inhalt gefüllt, wo ja sich eine Bevölkerungsgruppe in unserem Land wiedergefunden hat, in der Meinung, wo ja vom Mainstream sträflich vernachlässigt wird. Wenn man heute die Medienlandschaft anschaut, ist ja die Schweizer Zeit natürlich ein Produkt und vor allem auch inhaltlich bürgerlich konservatives Magazin, wo man in der tagesaktuellen Presse so nicht mehr findet. Wir haben noch einen Leuchtturm, wie da eine Partei, die immer gerne von Leuchtturm redet, sich würde äußern im Wochenbereich. Die Weltwoche, das darf man glaube ich schon sagen, wo sich auch eigenständig positioniert. Und wir haben alle 2 wöchentlich das Magazin von der Schweizer Zeit. Und ihr habt euch in all diesen Jahren weiterentwickelt, sind in den neuen Medien, in den Online-Medien, sind im Fernsehen, bei Schweiz 5, Schweizer Zeit Politstammtisch aus dem Haus der Freiheit, muss man natürlich auch sehen, das ist ja heute eine Exklusivposition, untermauert mit all 2 wöchentlichen Sonderheft. Und da muss ich jetzt sagen, an dieser Stelle darf man das ja machen, als neutraler Moderator von dieser Sendung, wie wenn ich das schon seit Jahren würde machen. Ueli Schlür, ganz herzlichen Dank für den Einsatz. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, nachdem du Grösse gehabt hast, all die letzten Sendungen Schlusswort einem zu überlassen, der eigentlich gerne nichts zu sagen hat, möchte ich heute sagen, du hast es verdient. 40 Jahre Schweizer Zeit, 40 Jahre
eigene Meinung, profilierte Meinung und damit auch Wert geschaffen und auch einen Beitrag geleistet für eine Diskussion in einem unabhängigen Staat, wo die freie Meinungsbildung noch möglich sein muss, wo auch die wertkonservativen Kreise eine Stimme haben. Herzlichen Dank, Ueli Schlür. Und ich möchte für das Schlusswort dir übergeben. Du kommst von mir, grosszügigerweise, eine carte blanche, 3 Minuten lang über, wo du darfst das sagen, wo du die letzten 40 Jahre so Gelegenheit nie gehabt hast. Danke auch Hans Fehr für die Teilnahme. Sehr für uns jetzt wertvoll gewesen, um zu sehen, wer hat als Wegbegleiter der Ueli Schlür in dieser Zeit auch begleitet. Ueli, du hast das Wort. Ja, also wir haben jetzt zurückgeschaut, ausgiebig zurückgeschaut, an Erheiterns und an Ernsts erinnert. Und wir dürfen nicht ganz vergessen, es steht erneut eine ganz wichtige Auseinandersetzung vor uns, wo man von der Schweizer Zeit erwartet, da bin ich, das ist mir völlig bewusst, dass wir dann da wieder markant Stellung beziehen. Wir müssen den Rahmenvertrag, der uns an die EU wieder sollte fesseln, neue Versuche, den müssen wir zu Boden bringen. Wir können jetzt mit einer grossen Genugtuung feststellen, dass in England ein Votum gefallen ist, wo eine Bevölkerung machtvoll gesagt hat, wir lassen uns unsere Souveränität als eigenständiger Staat nicht nehmen. Die genau gleiche Auseinandersetzung steht uns bevor mit dem Rahmenvertrag. Auch da soll uns Souveränität weggenommen werden und nach Brüssel transferiert werden. Da muss, da wird die Schweizer Zeit mit allem, was sie zur Verfügung hat, antreten und will das mithelfen zu verhindern. Das ist die Botschaft jetzt für die Zukunft. Und im Übrigen hat es mich gefreut, wenn Sie sich, wenn Sie die Sendung interessant gefunden haben und zugelassen haben. Ich möchte Ihnen dafür danken. Ich möchte dem Aufnahmeteam von Schweiz 5 danken. Ich möchte den Zuschauern danken. Die Wiederholung von dieser Sendung sehen Sie am kommenden Sonntag, 22. Dezember, um 3 Uhr am Nachmittag auf Schweiz 5. Am 27. Januar findet die letzte Sendung dieses Jahr vom Fernsehen, von der Schweizer Zeit produziert wird, statt. Dort geht es dann um das Referendum da zum Vaterschaftsurlaub. Und im nächsten Jahr freuen wir uns wieder Woche für Woche, jeden Freitagabend vom 9 bis 10 Uhr, Ihnen Aktuelles und Interessantes aus der Welt von der Politik zu erzählen, aus Sicht Schweizer Zeit. Danke vielmals, guten Abend miteinander. Danke vielmals euch. Allen noch gute Nacht.